Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem schmieriger Make-up-Finger. Ordentlicher Pinsel, der sauber ist. Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, einem Haul mit meinem Kooperationspartner und Sponsor von diesem Video, YesStyle. Ich habe dort einige neue Produkte ausgesucht, um sie für euch zu testen und zu bewerten, um meinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Und YesStyle ist ein Online-Shop für koreanische Pflegeprodukte, Make-up und ganz, ganz viele andere Sachen. Aber mein Schwerpunkt liegt dort auf der koreanischen Pflege, denn YesStyle hat mein Leben als Beauty-Liebhaberin verändert. Und warum, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, Digis, das Ding ist, dass ich mit YesStyle vor, ich glaube, einem Jahr angefangen habe zu arbeiten. Und da habe ich das erste Mal verstanden, warum alle so ein Drama und so einen Film machen um das Thema koreanische Pflege. Ich habe bei koreanischen Pflegeprodukten Sachen kennengelernt. Wenn ich mich nur noch für eine Sache entscheiden müsste in dem und dem Thema, wären manche koreanische Pflegesachen dabei für den Rest meines Lebens. Weißt du, wie ich meine? Aber ich teste ja wegen meinem Job auch viel. Und YesStyle hat sehr, sehr viele tolle Produkte. Dadurch habe ich angefangen, meine Skincare-Routine wirklich um viele Schritte zu erweitern. Ich habe früher nie verstanden, was für 7 Schritte, Bro. Liebe ich, und mit denen arbeite ich immer mal wieder zusammen und suche mir neue Sachen aus. Und in meinen Aufgebraucht-Videos zeige ich euch dann die Sachen, wenn sie leer sind, und erzähle meine Erfahrung damit. Aber heute in diesem Haul zeige ich euch, was ich mir dort ausgesucht habe, und erzähle euch warum. In der Infobox werdet ihr alle Produkte, die ich euch jetzt zeige, beziehungsweise den größten Teil verlinkt finden. Achtet drauf, Bro, der Preis, keine Ahnung. Ich blende es jetzt extra nicht ein, weil es wechselt bei YesStyle öfter. Weißt du, wie ich meine, aber damit ihr einfach die Produkte in der Infobox findet, damit ihr nicht ewig suchen müsst, ist dort alles verlinkt. Dort ist auch ein Rabattcode für euch, also Digga, geht auf die Seite von YesStyle, stöbert rum, die haben wirklich heftige Sachen teilweise. Wow, also sowas habe ich noch nie anderweitig erlebt als in diesem koreanischen Pflegebereich. Und wenn ihr den Rabattcode nutzt, sieht die Firma, okay, Özlems Werbung kommt cool an, mit ihr arbeiten wir lange zusammen. Deswegen gerne in die Infobox, jetzt war ich so aufgeregt, dass ich kaum Luft kriege. Alles klar? Lasst uns anfangen mit dem Haul. Als erstes habe ich mir von der Marke, keine Ahnung, ich kenne die meisten Marken nicht, Some By Me, ein Miracle Acne Clear Body Cleanser geholt, weil ich den gerne an meinem Popo benutzen möchte. Weil manchmal habe ich Pickelchen am Popo und das finde ich ein bisschen doof. Und ich habe jetzt von Eucerin sowas benutzt beim Duschen. Das hat nicht so sehr geholfen. Und Eucerin ist jetzt auch nicht krass günstig, Digga. Und das ist so, ja, weiß ich nicht, mit AHA, BHA, bla bla bla. Und deswegen dachte ich, probiere das mal. Weil manchmal habe ich mehr Pickelchen am Po, manchmal weniger. Aber so ganz kleine, nervige einfach. Und das stört mich. Dann guckst du dein Po an und denkst so, okay, Schwabbelpickel, was geht ab? Ich weiß, es ist unrealistisch, aber ich möchte einfach einen richtig schönen Babypopo haben. Entweder schwabbelig oder babyrein. Ja, schwabbelig ist er, aber babyrein kann ich ja hinkriegen. Hey, ich könnte ihn auch richtig hart und fest machen, wenn ich Sport machen würde. Keine Ahnung, ich möchte auf jeden Fall Mittel gegen Pickel am Po probieren, deswegen habe ich mir dieses Body-Cleansing-Zeug geholt. So, dann habe ich mir von Claire's dieses Fresh-Cleansing-Öl geholt. Das habe ich mir schon mal geholt, das habe ich mir jetzt nochmal geholt, weil mein anderes leer gegangen ist, weil das ein sehr schönes Produkt ist, um einfach dich im Gesicht zu reinigen. Es ist vegan, es ist ein schönes Abschminkprodukt. Es ist nicht das beste Abschminkprodukt, was ich kenne, also da kenne ich bessere, aber es ist einfach schön, wenn du Double Cleansing machst oder so, dich reinigen möchtest mit etwas im Gesicht, was halt nicht der reguläre Reinigungsschaum ist. So. Dann habe ich mir von Holika Holika diese 2 Blushes geholt in 2 neuen Farben. Das sind welche von den besten Blushes, die ich je getestet habe, Digga. Das Ding ist, ich bin gar nicht so ein Fan gewesen von Produkten, die nicht pudrig sind. Ich liebe Puder, Rouge, Puder, Bronzer, bla bla bla. Und dann habe ich mir einfach mal so random von denen einen bestellt, so bei einem Haul, und dachte, oh, testest du mal aus. Das sind so schöne Rouge-Dinger, das denkt man gar nicht. Es fing mit dem hier an. Du hast so ein kleines Ding da drin, so einen kleinen Schwamm, und dann hast du hier so einen Spiegel und dann hast du hier diesen Rouge und du kannst es auch in deiner Tasche haben, Digga. Manchmal du läufst rum, du siehst halb tot aus und dann gehst du auf Klo, nimmst ein bisschen, gehst damit da rein und dann machst du so eine ganz kleine Frische. So schön, das ist, ich liebe dieses Produkt. Das ist, wow, das ist so ein schöner, flüssiger Rouge, den du immer überall auftragen kannst. Und weil mir der hier so gut gefallen hat, habe ich mir den einfach nochmal in 2 weiteren Farben geholt. Dann habe ich mir diesen Make-up Brush Cleaner geholt, weil ich liebe solche Produkte. Ich habe mir das angewöhnt. Es sieht manchmal aus wie im Schweinestall an meinem Schminktisch. Aber wenn ich Puderprodukte benutze, reinige ich immer die Pinsel danach. Und das ist richtig chillig, gerade wenn ich jetzt ein Augen-Make-up...
Nehme ich gleich auf. Gerade wenn ich so ein Augen-Make-up schminke, bla bla bla, muss ich den Pinsel nicht flüssig reinigen. Ich gehe hier einfach so rein und reinige ihn. Und da habe ich verschiedene gehabt von verschiedenen Marken und wollte den hier einfach nochmal ausprobieren, weil der, weiß ich nicht, hat mich einfach interessiert, ob es da Unterschiede gibt im Preis bei den Marken und so. Und für Puderpinselprodukte ist sowas perfekt zum Reinigen. Dann habe ich mir so kleine Mini-Rasierer geholt. Ich bin gespannt, wie die sind. Also es geht halt darum, ich habe irgendwann mal, ich glaube bei Rossmann, einen Mini-Rasierer gekauft für zwischen die Pobacken. Wirklich genau zwischen den Pobacken, weil Bro, du kannst überall Baby glatt sein, aber zwischen deinen Pobacken können dunkle, haarige Geschichten sein. Genau in der Mitte, so. Ich mag das, wenn alles fresh ist, so. Und das ist aber auch manchmal schwer, da ranzukommen mit verschiedensten Rasierern. So, du, dich da zu schneiden, ist nicht schön. Und deswegen habe ich mal bei Rossmann so einen kleinen Rasierer gehabt, mit dem ich irgendwie in die Po-Mitte gekommen bin. Danach nie wieder, keine Ahnung, ist für immer verschwunden vom Erdboden. Und ich habe mir die hier gekauft, um mal zu gucken, ob die gut sind, damit ich von Kopf bis Fuß überall fresh bin. Ja, Digga, was soll ich sagen? Wir reden über Themen, ich rede über Themen, über die reden nicht viele, aber es ist ja nun mal so. Ich glaube, dass die hier nicht so gut sind, weil die sind, haben nur eine Klinge. Aber sie sind schon mal sehr dünn, das ist gut, aber ich weiß es nicht. Ich werde berichten. Dann habe ich mir das hier geholt, weil wenn ich meine Haare glätte, gehe ich immer mit einem Stielkamm dort entlang. Und das hier, ich kann es euch ja mal zeigen, wie das, was ich mir dabei vorstelle. Und wenn ich jetzt, wundert euch, ich habe vorhin geduscht. Wenn ich jetzt meine Haare glätte, hier ist das Glätteisen, kämme ich einmal die Haare und danach gehe ich mit dem Stielkamm voran und dann mit dem Glätteisen. So, und das hier soll wohl noch heftiger sein als reguläre Stielkämme zum Glätten, weil du dadurch halt, keine Ahnung, die Haare noch besser trennst. Ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich mir das geholt, weil, ja, Digga, einfach, ich bin neugierig, ne? Ich probiere gerne Sachen aus und da hat mich interessiert, ob das dann, wie das so ist. Und da werde ich auf jeden Fall berichten. Dann bin ich meiner Leidenschaft gefolgt und habe mir verschiedenste Tuchmasken geholt. Ich liebe Tuchmasken einfach und für mich ist halt relevant, so Bro, gibt es da einen Preisunterschied? Weil ich habe zum Beispiel, ich liebe Under-Eye-Pads und fand immer alle gleich, egal ob jetzt welche für 1 Euro oder für 7 Euro, bis ich welche gefunden habe, wo 4 Paare 30 Euro kosten, wo ich dachte, krass, hier merkst du einen heftigen Preisunterschied. Und ich mag Tuchmasken sehr gerne und deswegen schaue ich da immer und ja, schaue einfach, was da heftig ist und Digga, ich teste gerne. So, dann habe ich hier von Benton, wenn ich die Sachen falsch ausspreche, schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht lerne ich dazu. So, und da habe ich einfach verschiedene Tuchmasken mir rausgeholt, zum Beispiel hier eine Anti-Redness-Tuchmaske, dann habe ich hier eine mit Hyaluron von Toni Moly, fand ich auch sehr, sehr interessant. Dann habe ich hier eine eher mildere, einfach nochmal für Feuchtigkeit. So, dann habe ich hier welche von Thank You Pharma, keine Ahnung, da stand halt, dass es ein bisschen hilft mit Falten, dass es ein bisschen pflegend ist und. Dann dachte ich, alles klar, Bruder, das will ich testen. Dann habe ich mir die hier ausgesucht von I'm From, weil von I'm From gibt es Produkte, Digga, zum Beispiel Honey Serum und so ein Kram, die haben mein Leben verändert. Und deswegen dachte ich, okay, ihr macht Tuchmasken, das will ich unbedingt ausprobieren. Dann habe ich hier von Benton eine mit, wie heißt das? Schneckenschleim, sehr verbreitet, soll hammerheftig sein, bin ich gespannt drauf. Dann habe ich hier auch eine gegen Pickelkram mit AHA-BHA-Säuren. Und dann habe ich hier einfach so welche von Dr. Yard halt auch so mit Feuchtigkeitspflege, weil, ja, wie gesagt, ich wollte mich da ein bisschen durchpucken. Dann habe ich mir so ein Self-Care-Paket geholt mit einer Haarkur, mit einer Bubble-Maske, mit einer normalen Gesichtsmaske und mit Under-Eye-Patches, wo ich dachte, okay, das klingt gut. So, ach, guck mal, da ist sogar eine Handmaske drinne. Ja, okay, okay, guck mal, da ist auch Nasenstripes drinne. Hydrogel für die Lippen, Handmaske und Fußmaske. Also ein Kopf-bis-Fuß-Maskenpaket. Fand ich super cool zum Austesten. Und ja, wollte das natürlich auch mal ausprobieren für ein Kopf-bis-Fuß-Programm, weil hat mich sehr angesprochen. Dann habe ich mir so eine schöne Fußpflegemaske geholt, weil viele, die ich da teste, sind einfach wahnsinnig schlecht. Da wollte ich mal gucken, wie das hier von Holika Holika ist. Dann habe ich mir das hier, ja, ausgesucht gegen mein Doppelkinn. Bro, was soll ich sagen? Ja, hier steht halt, keine Ahnung, das machst du 3-4 Stunden so. Und das hat so einen liftenden Effekt für dein Doppelkinn. Und ihr wisst ja, durch mein Zunehmen habe ich hier ein bisschen, ne? Und keine Ahnung, ich wollte es einfach ausprobieren. Bro, ich habe Hoffnung gehabt, keine Ahnung. Ist anstatt 20 Burger pro Tag 3 Stück, dann hast du vielleicht nicht so viele, na. Ja, ein Anti-Doppelkinn-Ding. Dann habe ich mir diese Under-Eye-Masken geholt. Das fand ich auch sehr interessant, weil das so 2 Steps sind, wo ich dachte, okay, da möchte ich mal schauen, macht das einen Unterschied, ob du da
was nimmst oder tust du? Also einfach ganz normale Under-Eye-Masken oder eher so ein Ding. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Dann habe ich mir so eine schöne Lippenmaske ausgesucht, weil, keine Ahnung, meine Freundin Anna vom Radio benutzt immer schöne Lippenmasken. Da dachte ich, okay, kann ich ja auch mal machen und mal schauen, wie, ob das meine Lippen jetzt richtig toll macht. Dann habe ich mir so Gesichtsrasierer geholt. Ja, da wollte ich mal gucken, wie diese Gesichtsrasierer sind, weil ich rasiere mein Gesicht oft, manchmal einfach random mit einem Rasierer so, oft mit diesen kleinen Ebelin-Gesichtsrasierern, und da wollte ich mal gucken, ob da einfach ein Unterschied ist, weil die hier sind ja schon ein bisschen länger als die von Ebelin, deswegen habe ich mir die mal geholt, weil ich halt da viel rumrasiere. Dann habe ich mir so eine schöne Haarsprühkur geholt, weil ich habe so heftige Haarsprühkuren bei Yesstyle schon ausprobiert und getestet, da wollte ich einfach mal eine weitere ausprobieren und gucken, wie das so ist, und deswegen habe ich mir die geholt. Dann habe ich mir da einen sehr, sehr schönen Body Scrub geholt mit so ein bisschen Keratin, stand da, und Feuchtigkeit spendend und Seesalz und dies und das. Da dachte ich, okay, das klingt alles sehr heftig. Dann lass uns das mal ausprobieren, weil ich liebe einfach Body Peel. Dann habe ich ein sehr, sehr schönes Glow Serum von Beauty of Joseon gefunden, keine Ahnung. Glow Serum klang für mich super, weil manchmal sehe ich halb tot aus. Ein bisschen Glow kann da nicht schaden. Deswegen habe ich mir das Glow Serum bestellt, weil ich mal gucken wollte, ob es wirklich einen schönen Glow macht. Guck mal, dann habe ich mir so eine Minischere geholt, weil manchmal zupfe ich meine Augenbrauen. Und dann bürste ich meine Augenbrauen so hoch und dann halte ich extra das hier so dran und schneide die ab. Aber hiermit soll das einfacher sein, deswegen habe ich das mal geholt, um halt zu gucken, ob das einen Unterschied macht. Dann habe ich mir ein Lash Serum geholt. So, das fand ich auch sehr interessant, weil das Ding ist einfach, Digga, ich habe ja mein eigenes Augenbrauen- und Wimpernserum in meinem Online-Shop, aber ich vergleiche es trotzdem mit vielen anderen Marken, um einfach zu gucken, gibt es was besser ist, weil ich habe bisher keins gefunden, was besser ist, weil sonst hätte ich nicht das, was ich am besten finde, in meinen eigenen Online-Shop geholt, was noch dauert bis zur Veröffentlichung. Ich arbeite dran, aber nicht mehr lange, aber je nachdem, so, Digga. Und deswegen habe ich mir das einfach geholt, um mal zu gucken. Einfach für den Vergleich, weißt du. Dann habe ich mir von der Marke Mison ein Cleansing Balm geholt. Ich schminke mich eigentlich nur noch mit ölhaltigen Produkten ab, was schade ist manchmal, weil manchmal würde ich mir gern Fake Lashes machen, wobei, Digga, meine Wimpern sprießen langsam, ne? Mein Augenbrauen-Wimpernserum ist heftig, aber so fürs Feeling, und das ist doof mit ölhaltigen Pflegeprodukten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so richtig krasse Schminktussis seid, die ihr 50 Kilo Make-up immer haben und Fake Lashes haben, also eine Wimpernverlängerung. Wie macht ihr das mit dem Abschminken? Weil ihr habt doch hier überall Concealer und Wimperntusche. Wie schminkt ihr euch ordentlich ab, ohne mit dem Öl oder den Abschminksachen eure Fake Lashes zu beeinflussen? Würde mich interessieren. Da wollte ich dann einfach mal das hier ausprobieren, weil von dieser Marke Miese Peter, habe ich auch schon einige Produkte ausprobiert, die mir gut gefallen haben. Dann habe ich hier auch ein Abschminkdings geholt von der Marke Heimisch, keine Ahnung, kenne ich nicht. Da wollte ich auch einfach mal gucken, ob das ein gutes Abschminkprodukt ist, weil bisher habe ich kein Abschminkprodukt gefunden, das so gut ist wie von The Body Shop, diese Abschminkbutter, die ich euch sehr, sehr oft schon gezeigt habe. Aber ich gucke mal, Digga, vielleicht gibt es Alternativen. Ich bin neugierig, ich probiere mich aus und ich versuche ja, meinen Erfahrungsschatz auch so weit es geht zu erweitern, um mehr Marken, mehr Produkte, mehr das, um einfach, Digga, mein Kopf ist wie so ein Lexikon für Pflegeprodukte, so, das versuche ich so beizubehalten, und deswegen teste ich viel rum, und deswegen dieses Oral Clean Balm. Entfernt schweres Make-up easily. Werden wir sehen. Ja, dann habe ich hier diese Under Eye Patches, weil, keine Ahnung, da stand halt, dass es, wenn du angeschwollene Augenringe hast, die auch noch halb tot aussehen, dass es dann so ein bisschen glowy ist und abschwellend. Und dann dachte ich, okay, das werden wir ausprobieren. Dann habe ich hier auch ein Deep Cleansing Öl. Digga, sagt man Cleansing? Oder Cleansing? Nein, Digga, was für ein Cleansing? Cleansing. Cleansing. Clean. Cleanser. Cleanser? Bitte helft mir in den Kommentaren. Das habe ich mir geholt, weil da auch Reisextrakte drin sind. Und Reis ist ja teilweise richtig gehypt als heftiges Pflegeprodukt und sonstiges. Und ich schaue einfach, ich teste verschiedene Pflege-Abschminköle einfach, weißt du? Meistens mache ich den ersten Schritt mit so einem Cleansing-Balm. Danach nehme ich ein Öl und dann nehme ich Reinigungsschaum. So, und da gucke ich auch einfach, wie ich meinen Erfahrungsschatz erweitere. Weil, dass ich so viele Schritte in meiner Hautpflege habe, habe ich halt auch erst, seitdem ich mit Yesstyle arbeite, weil ich halt so heftige koreanische Produkte kennengelernt habe. Durch Yesstyle habe ich meine Liebe für Seren und für Toner entdeckt. Verstehst du, wie ich meine? Also, ja. Dann habe ich hier auch ein Cleansing-Öl von der Marke Unique.
Und das hier hat 94% pflanzliche Öle. Da dachte ich, okay, das klingt sehr interessant. Deswegen habe ich mir das geholt, weil ich halt versucht darum zu testen und einfach zu schauen. Dann habe ich mir von Mude dieses Eyelash Serum geholt, weil ich auch hier gucken wollte, einfach für den Vergleich, was ich euch vorhin auch bei diesem Augenbrauenserum oder Wimpernserum gesagt habe. Ich vergleiche da, weil das, was ich halt habe, ist das Beste, was ich bisher hatte. Aber gibt es vielleicht bessere? Ich will es wissen. So, dann habe ich hier ein Serum von I'm From, einfach weil I'm From so heftige Produkte hat, wollte ich gerne das Serum ausprobieren, weil die haben diese I'm Honey Reihe und noch irgendwie I'm Rice, irgendwie so richtig krasse Produkte, also wow, 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 die ich auch so noch nie gesehen habe oder bei anderen Marken getestet habe, und deswegen wollte ich auch das hier holen, weil ich halt von I'm From sehr, sehr gerne Sachen teste, weil die mich sehr überzeugt haben. Dann habe ich mir auch hier so kleine Gesichtsrasierer geholt. Die sind nochmal sehr, sehr lang. Da gucke ich halt einfach, wie ich mein Gesicht am besten rasiere, was da wie am besten ist, weil das ist ja richtig so mit Klinge und sehr, sehr lang und so. Und deswegen wollte ich da auch einfach mal schauen nach weiteren Produkten, die meine Gesichtsrasierroutine nochmal verbessern. Dann habe ich mir dieses Abschminkprodukt von Biore geholt. Make-up Remover, aus denselben Gründen wie bei den anderen Abschminkprodukten. Ich wollte einfach meine Abschminkerfahrungen erweitern, und von Biore hatte ich mal richtig heftige Anti-Mitesser-Stripes und wollte jetzt mal gucken, wie deren Abschminkprodukt ist. Dann habe ich mir noch ein Augenbrauen-Serum geholt von der Marke Benton, keine Ahnung, es ist eine sehr große, bekannte Marke. Aus denselben Gründen wie bei den anderen zwei Wimpernseren. Für den Vergleich, um zu gucken, weil es ja auch Unterschiede gibt. Ich habe ja auch gemerkt, es gibt Make-up-Pflegeunterschiede zwischen koreanischen Sachen und amerikanischen oder deutschen oder so, weißt du. So, dann habe ich mir als vorletztes Produkt, das können wir mal live testen, dieses Body Mist geholt. Dreamcatcher mit Neogen Perfume Body Mist. Einfach so, weil ich gucken wollte, was fühlen die Koreaner vielleicht so. Wow. Oh. Krass, es riecht anders als andere Düfte. Ich mag ja eher so diesen sexy Obstsalatduft. Es riecht unisex, frauenmäßig und mannmäßig gut, aber catch your daydream, sweetie. Also es riecht, als würdest du frisch aus der Dusche kommen, ja. Als wärst du gerade richtig frisch geduscht. Sehr nice. Ich liebe ja Body Sprays und ich dachte, okay, was machen denn die koreanischen Marken so? Deswegen habe ich mir das geholt. Also es riecht nicht super süß, super schwer, super weiblich, aber auch nicht super männlich, sondern einfach so, als würdest du gerade richtig fresh aus der Dusche kommen. Nice. Und als allerletztes Produkt habe ich mir von Shiseido eine Urea-Creme geholt für raue Hände und raue Füße. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ist diese Shiseido-Marke dieselbe wie diese Shiseido, die überall, also in Deutschland ist? Also, wo ist denn die Mascara? Doch, Digga, das müssten ja dieselben sein. So, weil in Deutschland ist diese Shiseido-Marke recht teuer, aber jetzt in Korea und so geht, ne? Also ist okay. Auf jeden Fall viel günstiger als in Deutschland. Ja, aber Yesterday hat sowieso. Guckt euch da einfach um, Digis. Es ist ein sehr guter. Oh, jetzt habe ich. Schluck auf. Wisst ihr, was im Koran steht? Trinkt 13 Schlücke schnell hintereinander. Ich glaube, 13 waren das. Dann ist der Schluck auf weg, aber ich habe jetzt kein Trinken mehr. Ja, okay, Digga, wie lange soll ich jetzt die Luft mit euch anhalten? Ist ja auch dumm. So, das waren auf jeden Fall alle Produkte, die ich mir ausgesucht habe bei YesStyle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich euch während dem Video so gefragt habe. Schreibt mir gerne, ob ihr Erfahrung habt mit diesen Produkten und wenn ja, welche. Und ansonsten stöbert sehr, sehr gerne auf YesStyle rum, Digis. Die haben so tolle Produkte, wirklich, das merkst du. Da ist ein Unterschied zwischen Deutsch und zwischen amerikanisch, koreanisch und was weiß ich. Also ich bin sehr überzeugt davon. Ich mag deren Online-Shop sehr gerne. Ich arbeite sehr gerne mit denen zusammen. Es gab keine Probleme beim Zoll, irgendwas, das ist vielleicht auch nochmal relevant für euch. Da steht auch immer, wie lange das ungefähr dauert mit dem Liefern und, und. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Schaut in die Infobox, du hast einen Rabattcode. Schaut dort gerne, da sind alle Sachen nochmal verlinkt. Und ansonsten war es das auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.